Willkommen zur Final-Tutorial-Folge, wie man einen guten Start ins Spiel hinbekommt. Natürlich mit mir, eurem mächtigen Brancor. Insgesamt habe ich jetzt 13 Stunden und 55 Minuten Spielzeit in diesen Lauf investiert, 469 Sektoren erkundet und besitze eine Stolzflotte aus 6 Schiffen, die, soweit ich sagen kann, voll ausgerüstet sind. Abgedeckt ist schon mal hier meine 3 Bergbauschiffe, die stetig Ressourcen reinbringen, dass wir mehr Schiffe bauen können, als auch damit auch Geld verdienen. Wir haben ein Handelsschiff mit einem Escortschiff, das uns auch Credits in der 20-Minuten-Takt, sag ich mal, generiert. Das heißt, ungefähr so pro Stunde kann ich so knapp 1 Million an Credits rechnen, je nachdem, wie gut mein Handel ist. Aber zum Abschluss will ich jetzt euch zeigen, wie ihr mal eine Raumstation baut, weil das ist immer so die letzte Hürde, die man noch meistern muss, damit das funktioniert. Bei Raumstation müsst ihr nur eines wissen. Sobald ihr eure erste gesetzt habt, fließt das Geld wie andere Flüssigkeiten euch rein und ihr könnt praktisch dann in kurzer Zeit immer mehr Stationen bauen, um euren Geldfluss nochmal zu erhöhen. Während wir natürlich alle 20 Minuten dann unserem Handelsschiff einen Auftrag geben, werde ich weiter rumfliegen und Missionen ablegen oder auch Piraten erschießen, weil beides bringt auch gut Kohle und hält einen beschäftigt. Ich werde einmal hier die bekannten Sektoren abfliegen, mit einer Asteroiden einsammeln zu verkaufen. Und gelegentlich hier und da noch Piratennester, die ich übrig gelassen habe, auch jagen und vernichten. Die Piratenjagd mache ich hauptsächlich wegen der Waffen und Ausrüstung, die ich noch bekomme. Ich möchte gerne alle meine grünen und blauen Waffen durch goldene oder exotisch rote Waffen austauschen, um meine Feuerkraft zu erhöhen. Das wird mir vielleicht im Naonit-Sektor ein bisschen weiterhelfen, aber je mehr DPS man hat, umso länger lebt man, interessanterweise. Als Mission kann man hier das eine oder andere aufzählen, aber ich bevorzuge dann doch das Black Bark DLC. Es sind 3 Kampagnen. Die erste Kapitel spielt sich im Eisen-Titan-Sektor, wo ihr die Familien kennenlernt, die verschiedenen neuen Hacking-Tools, die ihr vielleicht schon kennt. Und danach geht es im Naonit-Trinium-Sektor weiter und am Ende final im Zahlen-Sektor. Ah ja, ich habe da noch einen alten Bekannten, den ich noch häufiger treffen werde, den ich hier und da mal jage. Weil ihr könnt nicht genug totale Artefakte haben. Achso, und während ich noch die Asteroiden hole, jedes Piratennest, was ich bereits aufgeklärt habe oder gefunden habe, besuche ich noch nebenbei und hole mir noch die Rewards fürs Abschießen. Weil nicht nur Geld bringt es halt, sondern auch Ausrüstung. Und Ausrüstung kann man auch optional verkaufen, wenn man sie braucht. Nachdem ich recht viele Piratennester aufgesucht habe, könnt ihr hier das Ergebnis sehen. Meine 2 legendären Bolter, die ordentlich viel DPS haben. 3 exotische auch mit mindestens 50 und mehr DPS. Und natürlich auch die goldenen, die auch eine hohe Reichweite und ein ordentlich DPS hat. Ich glaube, so pauschal bin ich jetzt irgendwas bei 600 Omikron. Die Omikron sind nicht interessant, aber das Interessante ist einfach nur, ich kann ein Schiff, was 3000 bis 5000 Hitpoints hat, mit einer ordentlichen Salve in von, ich sag mal, 3 bis 5 Sekunden kaputt schießen. Und überleben heißt, den Gegner schneller töten, als er einen schädigen kann. Ich glaube, wenn ich noch nicht alle Achievements gehabt hätte, ich würde für die 500 Piraten, die ich jetzt schon abgeschossen habe, einen bekommen. Wenn ihr hier links oben sehen könnt, ich habe Pirat eingetragen, da könnt ihr auch andere Sachen eintragen, wie verlorene Jäger. Wisst ihr, Patsch, wenn euer Träger mal irgendwo Jäger verloren hat, wo die sind? In dem Fall, das sind Sektoren, wo ein Kapitän Pirat verbootet oder ich Piratenschiffe gefunden habe, weil alle Piratenschiffe heißen zufälligerweise Pirat. Aber ernsthaft, ihr könnt da wirklich alles eintragen. Wenn ihr auf Multiplayer-Server spielt, tippt mal den Namen eines Spielers ein, dann wird er auch angezeigt, wo er da ist, halt auch, oder wenn er eine Raumstation gehabt hat, wo er zuletzt gesehen wurde. Also, selbst jedes Gut, was ihr sucht, findet ihr da. Also, es gibt nichts, was man da nicht finden kann. So, dann bleiben wir bei den Piraten. Ja, was ich jetzt vorhabe, ist, ich suche eine weitere Piratenstation. Und zwar eine, die offiziell auch Ressourcen hat. Leider waren die Eisen-Titan-Piratenstationen immer recht klein. Das gibt es nicht viel, was man finden könnte. Aber sieht schon mal sehr einladend aus, wenn ich sehe hier, wir haben hier 12 Schiffe. Ich weiß gar nicht, warum da so viele sind. Wow. Ja, ich würde mal sagen, fliegen wir mal zu dem großen Haufen und das überrascht, was wir da finden werden. Das ist interessant. Also normalerweise in einem Sektor wird Bosswog immer rausgenommen, wenn ich aus dem Sektor fliehe. In dem Fall ist es so, ich
bin im Autopilot auch manchmal durch Sektoren geflogen. Das heißt, 3-4 Sprünge im Autopilot. Und der Counter läuft auch weiter, während man in der Sprachbox drin ist. Und in dem Fall war es wirklich so, ohne dass ich den Anruf beantwortet habe, da ist Boss 2, ich konnte ihn erschießen. Und wie man es an meiner Feuerkraft sehen kann, er ist kein ernsthafter Gegner mehr für mich. Die angesprochene stärkere Feuerkraft, die ich immer hier und da gesucht habe, die hatte einen besonderen Grund. Und zwar, ich habe jetzt echt das Gefühl, was ich wollte, ein Piratennest mit einer Piratenstation. Und diesmal ein Piratennest mit starken Schiffen. Das Besondere an den Piratennestern ist einfach wirklich, man hat nicht einfach diese Hellbilly-Schiffe, wo die Gegner nur mit kleinen Schiffen mit 1000 oder 2000 Hitpoints rumfliegen. Nein, das ist jetzt ein Sektor, wo man die Kleinschiffe hat und auch relativ viele Großkampfschiffe, also die dann so 10.000 bis 15.000 Hitpoints haben. Je weiter man in der Nähe ist, umso größer werden natürlich die Zahlen. Also in den Zahlen, dem Avon-Sektor findet man dann beispielsweise auch Piratennester mit 20 Schiffe und jedes hat 200 bis 400.000 Hitpoints. Oder eine Mischung aus Schild mit 500.000 dazu. Also das ist echt teilweise abartig, was dafür Ballerburg und Kugelschwämme darum fliegen. Behalte es immer im Hinterkopf. Auch wenn ihr stärker seid, die Gegner sehr stark kaputt macht, es sind viele, sie schießt aus allen Richtungen und ihr kriegt viel Schaden ab. Und auf wahnsinnig 200% Schaden. Das heißt also, die 10%, die ich schon verloren habe, das sind ungefähr 3000 Points, die ich an Schaden reingekriegt habe. Die gute Nachricht, die Piratenstation hat sehr viele Güter, die ich haben möchte. Die schlechte ist, beim Angriff kam natürlich die Sektorverteidigung rein und ich habe ordentlich Schaden bekommen. Ich glaube, ich habe doch soweit alle Waffen, aber trotzdem, Verluste sind inakzeptabel, gerade wenn sie auch wirklich permanent sind. Ich habe noch Glück und Unglück, soweit wie ich sehen kann, sind die Schiffe alle recht klein. Ich kann es also mit ihnen aufnehmen, aber ich werde mich trotzdem einfach rausspringen und reparieren. Weil, wenn einer von ihnen zu nah rankommt mit seinen 500 Omikron, der kann eine ordentliche Freizeit nicht vernichten. Denkt immer dran, die Zeit ist auf eurer Seite. In fast allen Fällen. Ihr könnt euch jetzt erstmal nur den halben Schaden, die fehlenden Blöcke austauschen und dann warten, bis die Mechaniker alles reparieren. Oder ihr macht dann die Vollreparatur. Und immer an einer Schiffstür oder Reparaturdock, weil ihr habt da zwei Vorteile. Es ist erstmal billiger. Ihr spart da ungefähr 5 oder 10% von den normalen Kosten. Und der andere Punkt ist, habt ihr eben noch keinen guten Ruf bei denen durch das Geld, was ihr investiert, bekommt ihr auch bei den Rufpunkte. Und ja, das Geld und die Ressourcen, die ich jetzt investiert habe, die sind es mir gerade wert. Also ich kann das verkraften. Ah, schaut mal, ich habe eine Kanone verloren. Schade, es war bestimmt einer von den Goldboltern. Naja, ich habe ja nur Golde, Exotische und Legendäre. Ich werde dann mal die Waffe ersetzen und dann geht's wieder in den Kampf hinein. Wie man eine Station bekämpft oder zerstört, brauche ich euch jetzt nicht zu zeigen. Kurz zusammengefasst, ich habe die Piratenflotte und die Verstärkung zerstört. Die Raumstation ist jetzt auch in Einzelteile und bevor ich die Station gesprengt habe, habe ich meine Bergbauflotte mit zurückgerufen und gesagt, hier, kommt zu mir, leert eure Frachträume, es gibt Loot. So. Man kann natürlich auch mit Abwracklasern das Schiff, die Station auseinandernehmen, aber ganz ehrlich, ich brauche kein Eisen und Tatschrott. Mir ist der Inhalt wichtig. Mein nächster Plan ist eigentlich recht simpel. Das Zeug, was hier rausgedroppt wird, das zählt als geklaut. Ich werde mir eine Schmugglerstation suchen, alles dort reinwaschen lassen und das dann zu dem regulären Preis weiterverkaufen. Ich weiß aber noch nicht, wie viel Ressourcen ich bekomme. Ich weiß nicht, ob ich auch alles mitnehmen kann. Aber es sieht schon mal ganz vielversprechend aus, was ich hier einsammle. So, passt schon. Beim Zerstören einer Station, das letzte Stück, was immer angewählt hat, ist immer noch das Stück, wo dann die ganzen Ressourcen drin sind. Also habt ihr beispielsweise ein etwas längeres Teil, was eigentlich größer optisch aussieht, das könnt ihr schon mal vergessen. Da braucht ihr nicht mehr reinzuschießen, da ist nichts mehr drin. So, ich glaube auch jetzt sind auch alle Schiffe voll.
Ich habe keine Ahnung, wie teuer das werden wird. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich werde mit Profit rausgehen. Die Schmugglerstation ist das Bergigste, was ihr nach so einem Raid aufsuchen solltet. Ihr könnt eure heiße Ware, die mit als gestohlen definiert ist, erstmal hier schnell loswerden. Aber was ich empfehlen kann, ist reinwaschen. Reinwaschen ist ein bisschen aufwendiger und auch teurer, aber der Ertrag ist auf jeden Fall lohnenswert. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Geld ich da investieren werde, wenn ich alles reinwasche. Das werden wir gleich in der nächsten Szene sehen. Aber pauschal, ich versuche alles, was ich habe, reinzuwaschen. Wir merken uns, wir haben mit 6,2 Millionen angedockt. Schauen wir gleich, was wir noch haben werden. Und wir sind bei 3,6 Millionen. Ja, ich habe also praktisch 2,8 Millionen Credits ausgegeben, um die Hehlerware neu zu waschen. Ist aber kein Problem, ich habe ein Handelsschiff, das werde ich auch gleich zurückrufen. Und der wird das Ganze jetzt für den regulären Preis verticken. Ach, schau mal, das ist nur noch der Profit, den ich rauskriege. Ich bin ja bei 5 Millionen plus. Sobald ich alles verkauft habe, habe ich genug Geld für eine Raubstation. Das ist eine richtig gute Botschaft. Man braucht jetzt nicht unbedingt einen Kapitän mit den Fertigkeit, dass er ein Handelsspezialist ist. Reicht aus, wenn er auch Handelsexperte ist. Er kann da auch Sachen verkaufen. Aber nicht jeder Kapitän ist gut darin oder macht das gerne. Ist aber kein Problem. Wer das kann, dann kann er verkaufen. Und was wir machen, ist einfach mal rumexperimentieren, gucken. Ich suche mir gerne mal eine Ecke, wo ich viele Sektoren habe. Da ist wahrscheinlich kein gutes, was zu kaufen kann. Sieht auch gut aus. Aber ich glaube, die Tesla-Spulen als auch die Mainframes kann ich wohl besser verkaufen. Also praktisch die beiden Häkchen mache ich raus. Und dann geht es erstmal auf Verkauf und dann schauen wir mal, was der in den nächsten Minuten nochmal rausgeben wird. Zusammengefasst, mit 6,2 Millionen Credits habe ich die Piratstation zerstört. Und mit dem Verkauf der Ware, die ich gefunden habe, bin ich jetzt bei 11,9 Millionen Credits. Also genug Geld, um eine Raumstation zu bauen, die auch was Ordentliches hergibt. So, schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Was ich empfehlen kann, sind eigentlich bei zwei Stationen, die ich bevorzuge. Den Ölbohrturm oder noch besser Edelmetallmine. Der Ölbohrturm deswegen, weil das ist ein guter Start, um eine Produktionskette zu bauen, um sich auf Ölraffinerie und Treibstoff zu konzentrieren. Oder aber Edelmetallmine. Wie ihr sehen könnt, es gibt drei verschiedene und davon nimmt ihr immer die teuerste, weil die fördert Gold und Platin. Das sind die zwei teuersten Edelmetalle, die ihr aus der Edelmetallmine bekommen kann. Die andere bietet Gold und Silber und die andere bietet Platin und Silber. Kann man auch haben, ist aber nicht so effizient wie die Gold-Platin-Mine. Die Gold-Platin-Mine kann ich deswegen empfehlen, weil es ist egal, wo ihr das Ding hinstellt. Ihr könnt die sogar in einem Sektor stellen, wo noch drei, vier andere Edelmetallminen stehen und kein Abdeal für Gold und Platin, aber es wird trotzdem gekauft. Und gerade diese Produktion der Ware ist halt ideal, dass ihr sagen könnt, sobald die Lager voll sind, ihr habt Geld. So, der nächste Schritt ist, der Sektor, in dem ich den Asteroiden gefunden habe, ist jetzt nicht gerade der beste oder sicherste. Daher spare ich jetzt einfach mal den Asteroiden ab, falls ich diesen Asteroiden für irgendwelche Raumstationsgrundfundamente benutzen möchte. Sonst kann ich natürlich auch einen eigenen laden. Aber was ich jetzt mache ist, ich möchte ihn mitnehmen. Und wo haben wir das denn? Ja, da könnt ihr beispielsweise sehen, so sieht es aus, wenn ihr praktisch einen Asteroiden speichert. Ihr könnt ihr praktisch dann für Blueprint benutzen, aber ich möchte was anderes machen, und zwar mitnehmen. Das heißt, ich suche mir einfach irgendeinen 1, 2, 3 Slotter aus. Hier, der ist ganz gut. Und das Ganze noch auf Transportbus setzen. Falls ihr längere Reise machen wollt, tut dann noch einen Mechaniker überweisen, damit das Schiff während der Zeit nicht irgendwelche Schaden bekommt. Ganz wichtig, das habe ich bei der Brandenburg vergessen, mal einzubauen, ein Docking-Block. Repariert und angesetzt. Weil zum Mitnehmen einer Station braucht ihr auch ein Docking-Block. Habt ihr die Station angedockt, fliegt einfach in den nächsten sicheren Sektor, wo ihr wisst, dass die euch mögen. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr einen Sektor sucht, wo ihr eure Raumstation parken wollt, sucht euch einen aus, wo mehrere Stationen stehen. Weil manchmal nimmt euch die
NPC-Fraktion das Übel, wenn ihr da eine Station aufbaut, weil dann verlieren sie halt ein Hoheitsgebiet über den Sektor. Macht aber nichts. So, Station abgedockt, in den Stationsmodus gewechselt, das braucht 10 Minuten. Jetzt kommt das Bauen. Ich habe einen hohen Betrag angepeilt, dass ich jetzt noch Geld habe für eine Station. In dem Fall, wir haben jetzt den Asteroidenstein. Für die Leute, die jetzt kein Geld haben. Und was ihr braucht, ist Folgendes. Einfach nur einen großen Hangarblock, beziehungsweise einen Frachtblock, genau gesagt. Setzt einfach voran. Ja, zu groß. Noch ein bisschen kleiner. Ja, 50.000. Ja, also es kommt auch an, wie viele Ressourcen und Geld ihr habt. Ihr seht also praktisch, ich habe meine Ressourcen deswegen nicht verkauft, weil ich genau wusste, dass ich sie fürs Bauen verbrauche. Und Geld einfach dann die optionale Ressource, die ich noch reinholen werde. So, wir haben also praktisch noch Frachtraum, das ist eigentlich ganz okay. Wir haben hier einen Generator. Packen da ein paar Panzerplatten drauf für einen besseren Schutz. Noch ein Energiegenerator, mit der die ganze Station versorgt wird, und ein Integritätsfeld. Integritätsfelder und schwere Panzerblöcke, das sind die beiden wichtigsten Faktoren, die ihr immer bauen solltet. Weil jeder Treffer wird um 3/4 des Schadens reduziert. Und gleichzeitig braucht ihr euch um nichts anderes mehr zu sorgen, haltet zu. So. Quartiere. Und lasst euch nicht überrascht sein, ihr braucht wirklich nur eine halbes Dutzend Leute. Ich glaube hier 4, 5 Mechaniker, obwohl gut, ich sehe gerade jetzt dann 7 Mechaniker und ein Ingenieur. Ein paar Dockingblöcke hier links und rechts auf allen Seiten. Das ist so die primitivste und einfachste, billigste Raumstation, die ihr haben könnt. Provisorisch eigentlich ganz gut, aber da wir Geld und Ressourcen haben, werden wir es ein bisschen anders machen. Und zwar, ich werde mir einen Blueprint laden. So, ich suche jetzt noch meine Blaupause. Ich habe erst letztens eine schöne Asteroidenstation gebaut. Da ist sie. 54.000 Credits, 130.000 Titan, 15.000 Eis. Also praktisch, ich habe eigentlich genug, um davon sogar zwei zu bauen, wenn ich noch eine zweite Station habe. Und die wird sogar recht schnell kommen. So. Jetzt warten wir noch auf die Stationsboote. Dann können wir auch Personal anheuern. Der Stationsbus ist abgeschlossen. Wir können jetzt auf der einen Station Personal anheuern. Wie man sehen kann, haben wir recht viel Mechaniker und... Na, kein Ingenieur, aber ist schon okay. Wir brauchen dann noch zwei Ingenieure. Eigentlich nur einen, aber ich nehme zwei, damit ich die doppelte Leistung an Energiepower habe. Was aber keine große Rolle spielt. So. Eigentlich bin ich jetzt soweit fertig. Ich kann jetzt noch dazu gucken, ob ich hier irgendwo was an Geld extra verdiene. Das heißt, wir werden gleich erstmal in den Menü der Station reingehen. Da rechts seht ihr schon, ich produziere Gold und Platin. Güter handeln. Kaufen tut die Station nichts. Aber aktiv Sachen verkaufen. Das heißt, sobald die Lager voll sind, wird immer irgendein Händler vorbeikommen. Daher spielt es auch keine große Rolle, wo es dabei ist. Wir sehen können, hier gibt es auch eine Raumstation, die können wir auch direkt mit Gold, Platin und so mit beiden versorgen. Passt schon, da wird einfach noch extra Sachen verkauft. Und sobald wir noch mehr Geld haben, werden wir auch die Produktionsleistung erhöhen. Weil je mehr Produktionsleistungen ihr habt, umso mehr produziert die Station pro Sekunde. Und sobald die Lager voll sind, kommt immer einer vorbei, der Sachen kauft. Wie man auch sehen kann, am oberen Rand die... Nachfrage ist eigentlich hier ziemlich gesättigt. Also ich mache eigentlich eher Minusgeschäft, wenn ich die zu hoch ansetze. Aber ganz ehrlich, ich bin doll, wenn ich immer einen Ablehner finden. Wie ihr links unten sehen könnt, gibt es jetzt einen aktiven Verkauf, dass die Güter-Shuttles immer wieder Ressourcen direkt an die Station liefern. Zum Einkaufspreis der Station, also nicht zu meinen. Und... Falls euch das auf den Keks gehen sollte, könnt ihr einfach mal mit Return euren Chat öffnen. So. Und dann hier einfach nur auf chatbasierte Nachrichteninformationen gehen. So. Was gibt es noch zu erzählen zur Station? Ja, die Asteroidenmine ist nicht nur deswegen aus Stein gebaut, weil es eine Mine ist,
Und sie hat auch einen spieltechnischen Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte. Und zwar, Stein hat enorm viele Höhlenpunkte. Ihr werdet niemals Piraten haben oder sonstige Schiffe, die euch mit Bergbaulaser angreifen. Also seid ihr eigentlich davor sicher. Aber ganz ehrlich, für 10.000 Eil bekommt ihr einen Asteroiden, der 3,5 Millionen oder 5 Millionen, je nachdem wie groß der ist, euch einen Höhlenpunkte gibt. Und gleichzeitig, hier gibt es genug Patrouillenschiffe, die euch vielleicht mal auf Piraten schützen, sollte hier mal einer reinspringen. Also ignoriert einfach die Angriffe, die hier drin vorkommen. Sollte mal die Station angegriffen werden, ich werde mal ein bisschen hier warten und gucken, ob wann der nächste Angriff kommt, werdet ihr eigentlich sehen, dass die Station teilweise gar keinen Schaden bekommt. Einfach nur aus dem ganz simplen Grund, mit Integritätsfeldern ausgestattete Stein-Asteroiden, die haben so viele Hitpoints, das schaffen die Piraten nicht, einen Block wegzuschießen. Kleine Antennen und ähnliches halt, wenn ihr was rausguckt, die können kaputt gehen, aber niemals der komplette Asteroid. Das habe ich noch nie erlebt. So, dann können wir unsere Flotte zusammentrommeln. Ich werde sie auch ein bisschen ausrüsten. So viele Piraten gibt es ja eigentlich gar nicht mehr in dem Sektor. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich auch soweit fertig. Ich kann jetzt nach weiter rechts runtergehen. Wie ich schon sagte, wenn die Piraten auftauchen, da haben wir sie, drei Stück. Oh, seht mal, die greift sogar meine Mine an. Als ob die extra dafür reingestellt worden sind. Das ist ein bisschen lächerlich. Selbst wenn meine Zutana-Flotte mit 5 Schiffen kommt, die werden ja eigentlich auch nicht wirklich ernsthaft euch in den Spitzkasten nehmen können. So. Schaden? Ach ja, stimmt. Weil die Station längere Zeit ohne Mechaniker ausgekommen ist. Also der Schaden sollte auch innerhalb von ein paar Minuten repariert sein. Können wir uns gleich ansehen. Wenn die irgendwas beschädigt hätten, wäre oben noch der gelbe Zeichen, dass da ein Block zerstört wurde, aber wie wir sehen können, ist alles heil geblieben. So. Damit kommen wir auch langsam zum Abschluss des ganzen Tutorials. Also ihr seht, man kann im Eisitan-Sektor eine ordentliche Flotte aufbauen, sogar auf Wahnsinn, dass die Schiffe was aushalten und genug Feuerkraft haben, um was auszuschalten, oder dass man aus dem Trien-Sektor oder Zahlensektor sich eine Superwaffe holen muss, die vom Level her einfach imbar ist, wie man so schön sagen würde. Man hat auch schnell genug Geld, um sich eine Raumstation zu bauen. Und jetzt kommt ein besonderer Fokus. Spielt ihr im Singleplayer, kriegt ihr eigentlich nur das Geld, wenn ihr online seid oder mit eurem PC nachts über anders. Ich sage, lasst das mit dem nachts anlassen, da verbraucht ihr nur unnötig Strom und das Geld bekommt ihr sowieso. Spielt ihr auf einem Server, wo die Zeit eigentlich angehalten wird, da könnt ihr euch mal freuen. Da war es immer so, bald ich dann am nächsten Tag mich eingeloggt habe, habe ich plötzlich meine 20, 30 Millionen gehabt, weil die Station im Offline-Modus auch noch weitergearbeitet hat. Das ist mal überraschend. Eine zweite Piratenwelle, so kurz hintereinander. Aber zum Abschluss. Ihr habt jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, ich fliege jetzt näher in die Galaxie und weiter rein, um Launi zu sammeln, um meine Flotte zu vergrößern, Deckslot freizuschalten. Die Station kann man jederzeit wieder einpacken, mitnehmen. Anderen Sektor müsst ihr aber nicht unbedingt. Aber gut, das Ende. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt es mit einem Like, schreibt mir gerne eure Fragen oder Meinungen in den Kommentarfeldern. Versucht auch darauf schnellstmöglich zu antworten. Für neue Zuschauer da euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst mir ein Like und drückt auch die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Videos von mir verpasst. Dann, liebe Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und noch viel, viel mehr weiter. Bleibt gesund!